Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der 18 Foto. Mein Name ist Dennis Aitin. Heute bin ich unterwegs mit meiner Spiegelreflexkamera von Polaroid, der SX70 aus den 70er Jahren, das schöne Stück. Und ich mache uns heute auf den Weg, hier auf dem Flohmarkt kleine Spielzeuge zu finden und kleine Mini-Requisiten, um Szenen zu bauen und dann euch so kleine Fotos quasi aus der Nähe zu machen. Das Tolle an dieser SX70 ist, dass sie eine wunderbare Möglichkeit des Close-Ups hat. Man kann nah ran an die Sachen und immer noch scharf stellen. Besser als die Kamera aus den 80ern, die maximal so eine Fokussierungslupe davor schoben, mit der man näher rankam, so auf einem halben Meter. Damit kann man wirklich bis auf 10 Zoll, sagt die Werbung von damals, ran. Und kleine Szenen einfangen, das ist der Plan. Mal sehen, was sie uns dahin für kleine Requisiten verkaufen. Kommt einfach mit und auf ihn! Flohmarkt Bummel war ganz erfolgreich. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar eine kleine Konditorei mit einem kleinen VW-Käfer dazu. Ich glaube, da kann man mal was Spannendes mitmachen. Dann habe ich noch einen kleinen Trabi gefunden mit einem Schlafdach, was ganz fein ist, eine Camping-Situation. Dann habe ich ein Ronald McDonald's auf Skiern entdeckt. Also der ist ganz spannend, der wackelt sogar, wenn man den aufzieht. Gucken. Ja, das ist Technik, die begeistert, sage ich euch. Mich begeistert es jedenfalls unfassbar. Dann haben wir ein schönes Polizeiauto. Jungs können nicht an sowas vorbei. Und was haben wir noch? Ein kleines Stinktier mit einem Deo-Roller. Mal sehen, was ich aus diesem ganzen kleinen Spielzeug so machen kann. Und diese wunderbare Eule mit dem kleinen Bildhalter habe ich auch gekauft. Und ich zeige euch gleich mal, wofür ich die brauche. Das machen wir aber später. So, dann suchen wir uns mal ein paar nette Ecken, wo wir den ganzen kleinen Kram aufbauen können und ein, zwei Fotos machen. So, das Bild ist noch nicht zu erkennen. Und ihr seht, dafür habe ich mir die kleine Eule gekauft. Jetzt warten wir einfach mal. So, wir gucken uns mal gemeinsam die SX70 Lend-Kamera an. Das ist eine Spiegelreflex-Kamera, die auch noch faltbar ist. Das heißt, einmal Spiegelreflex, das Licht geht hier vorne durch die Linse. Die ist eine 116 mm feste Blende 8 Linse. Das Licht wird geleitet durch ein ausgeklügeltes Spiegelsystem und kommt hier oben aus dem Sucher wieder raus. Das heißt, was ich hier durch den Sucher angucke, ist das Bild, was wirklich direkt vorne eingefangen worden ist. Das ist ganz spannend. Fokussieren kann ich das Ganze manuell bis runter auf 26 cm, also knapp über 10 Zoll, kann ich ranroppen an ein Bild und ich kann dann auch das ganze Bild auch scharf stellen. Etwas heller, etwas dunkler gibt hier vorne mit diesem Regler. Die Kamera falten ist relativ einfach. Einfach hier den kleinen Arm nach hinten drücken, das Ganze zusammendrücken, sehr einfach und leichtgängig. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte. Die Kamera wurde auf den Markt gebracht 1972 und bis 1981 gebaut. Später gab es noch Autofokus-Varianten. Diese ist wirklich rein manuell. Die Kamera selber berechnet die Verschlusszeiten selbstständig von 10 Sekunden bis einer 175stel. Das Spannende bei der Fokussierung ist hier, wenn man durch den Sucher guckt, sieht man in der Mitte des Bildes einen kleinen Kreis mit einem Art Schnittbild. Und dieses Bild ist leicht in zwei Teile. Das untere Bild kann man bewegen mit der Fokussierung. Wenn die Bilder genau übereinander sind, dann ist das Bild scharf gestellt. Das heißt, wenn man sich einen geraden Strich aussucht auf dem Bild, das man fokussieren will, und merkt, das sind zwei Teile. Und wenn das in einem Stück quasi eine gerade Linie bildet, weiß ich genau, ich bin scharf gestellt. Ein ganz wunderbares Hilfsmittel. Und das ist wirklich eine wunderbare Kamera, mit der es echt Spaß macht zu fotografieren. Und sie ist vom Design her echt schick. Und wenn man sich die Präsentation damals anguckt von Edwin Land, der sie hier quasi zum ersten Mal gezeigt hat, das war so ein bisschen ein Moment wie Steve Jobs, der ein iPad zeigt. Also die ganze
Vorstellung, die ganze Show, die damit drumherum verbunden war, das war richtig ganz großes Kino. Und wenn man sich anguckt, die Präsentation von Steve Jobs, Gott hab ihn selig, der hat sich abgeguckt, ein bisschen was von Edwin Land. Das war sozusagen eins seiner Vorbilder. Und die Art der Präsentation ist sehr, sehr nah beieinander. Also als dieses Ding zum ersten Mal gezeigt wurde, zog Edwin Land das Ding aus der Jackentasche, so machte sie auf und machte innerhalb von 10 Sekunden 5 Fotos. Und die Fotos kamen alle hier vorne einzeln rausgeschossen. Das gab es vorher nicht. Das war wirklich was ganz Besonderes. Und die Coolness und die Selbstsicherheit und die Technikliebe, die da im Spiel war, das war schon wirklich wie im Prinzip wie bei den Präsentationen späterer Jahre bei Apple. Einmal eine Sache zeige ich euch noch, wenn man den Film einlegt. Hier an der Seite gibt es einen kleinen gelben Knopf. Unterdrücken, Deckel geht auf, Kamera, da kommt die Kartusche für den Film rein. Zumachen, fertig, ihr könnt fotografieren. Das ist das, was ihr wissen müsst. Wenn ihr noch ein bisschen genauer die Kamera angucken wollt, es gibt noch einen Kamera-Check, den ich für die Kamera gemacht habe. Hier oben verbinde ich so ein kleines Fältchen, dann klickt ihr drauf, kommt ihr direkt zum Kamera-Check. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir mal ein bisschen weiter und machen ein paar weitere Fotos. So, also ich mache jetzt hier eine kleine Pause und esse ein leckeres Eis. Das Ganze schmilzt schon ganz furchtbar. Deswegen würde ich sagen, guckt ihr mal dabei nicht zu, sondern guckt einfach die Fotos an, die ich heute gemacht habe. Ich hoffe, sie gefallen euch. Viel Spaß dabei. Das war wieder eine Ausgabe von D18 Foto. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Klickt auf den Abonnier-Button. Findet mich bei Facebook unter D18 Foto oder auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.